Hallihallo, hallo und willkommen zurück zu FIFA Let's Play. Juhu, es geht weiter. Wir lassen die Aufstellung so wie sie ist. Der Gegner heißt FS205 und unten schreibe ich ja die Informationen über die Mannschaften hin, damit ihr die Tabelle auch vorher sehen könnt. Ich hoffe, dass die anderen Mannschaften noch nicht gespielt haben, weil ich habe mir selber ein Programm zusammengebaut, mehr oder weniger, selbstständig und ja, da kann ich dann gucken, wer gegen wen, wie und wo und welche Statistik und blablabla und tralala. Okay, das ist doch noch alles in Ordnung so. Ja, wir sehen, dass der FC Schalke 04 Tabellenführer ist und dass der FSV Mainz 05 Schwierigkeiten unten hat und eigentlich gewinnen müsste. So. Gut, dann können wir loslegen. So, wir spielen in Weiß, Mainz in Rot. Was ich eigentlich ziemlich schade finde in bei diesem FIFA, ist es eigentlich, dass die Mannschaften nicht Transfers führen. Also das ist eigentlich bei jedem FIFA so, dass die relativ wenig Transfers durchführen. Was ich eigentlich ziemlich schade finde, aber nun gut. Was soll's? Los geht's. Los geht's mit der Partie zwischen den FSV Mainz 05 und dem FC Schalke 04. Das hat man mir nämlich auch jetzt vor einiger Zeit gesagt, dass das am besten ist, dass hier die Begegnung eingeblendet wird, anstatt die Details, die ihr alle wissen und blablabla und dass das lieber hier gezeigt wird, das mit was auch immer ist. Und ja, los geht's. Wie wird das heute ausgehen? Oben gegen unten. Oder besser gesagt, unten gegen oben. Mainz in Bredouille. Mit Alagi. Die Mainzer müssen hier eigentlich jetzt heute gewinnen. Aber so könnte es vielleicht nicht sein. Huntela. Feld. Pucki. Der war schon im Aus. Das heißt Eckball. Eckball geklärt. Aber die Mainzer kriegen den hier nicht von hinten wieder raus. Oder doch? Westi. Fuchs. Der hat auch beim 1-Mal gespielt. Also einige Schalker beim 1-Mal tätig gewesen. Nicht unbedingt sehr viele, aber einige. Neustädter. Ja, Wakes im Abseits. Das hätte man auch ein wenig anders gestalten können. Hövedes. So, vielleicht jetzt. Mit Huntela. Nein, wurde Abwehr geblockt. Party zu Polanski, zu Soto. Soto aber gestoppt. Auf dem Flügel. Neustädter. Alagui. Alagui. Polanski. Müller. Treffer. Müller trifft. Zum 1:0 für Mainz. Der Zugzwang
zwang sie dazu, so zu spielen. Und es klappt. Mainz führt 1:0. So, jetzt sind sie natürlich gefordert, die Schalker. Mit Pucki. Müller. Und Pucki. Knapp daneben. Ist aber auch vorbei. Wettlow hätte den nicht gekriegt. Der hat eher darauf gespekuliert, dass der Ball in die Mitte geht. Und der Halbzeitstand, die Mainzer führen mit 1:0. Und wenn sie dieses Spiel jetzt halten, dann können sie zumindest die Abstiegsränge oder die Sicht dahin vermeiden. Zweite Halbzeit unverändert, beide Teams, keine Probleme. Mal gucken, wie das jetzt wird. Huntelaar. Polanski. Zu Müller. Müller zu Alagui. Soto. Ja, den muss man erstmal klären, da in die Ecke. Polanski. Alagui, der steht da einfach. Der steht da und weswegen macht der Höwedes so ein Blödsinn? Freistoß. Alagui. Den verzieht er. Den verzieht er ganz, ganz heftig. Redmond. Huntelaar. Fuchs. Zu Redmond. Nix. Jetzt aber mal endlich die Offensive wieder zu sehen. Mit Pucki. Pucki fällt. Freistoß. Freistoßexperte. Fuchs mal wieder. Fuchs. Treffer. Mit Anlauf, wie sonst auch immer. Aber nicht mit dem, den Ronaldo-Anlauf, der weiß ich nicht wie viel Meter ist. Sondern einfach mit dem leichten Anlauf und dann mit voller Karacho rein. Wettlow keine Chance. Kann man das nochmal schön da sehen. Polanski guckt eigentlich nur über sich. Wenn er gesprungen wäre, hätte er ihn vielleicht ins Gesicht gekriegt. Und hätte das Gegentor vermeiden können. Ausgleich damit. So, jetzt könnte es also sich das ganze Spiel drehen. Mit Pucki. Pucki. Pfosten. Da geht der Ball zum Pfosten. So, nächster Angriff. Über Pucki. Von Wakeham gepasst. Huntelaar, Fuchs und noch ein Foul. Also, wenn es dafür nicht Noweski, das ist das zweite Foul. Das ist das zweite Foul, glattrot. Da spart der Schiedsrichter ihn noch. Macht das nicht nochmal und dann sowas. Und Latte. Jetzt macht jetzt kriegt der Fuchs selbst das Muffensausen. Huntelaar! Spiel also doch gedreht. Sie haben das Spiel doch gedreht. Und das... Oh! Ein wenig Mithilfe von Wettlow. Schauen wir den Eckball uns an. Neustädter, ja, so langsam hingepasst. Zu Fuchs, der ja ganz sicher da in der Ecke steht. Fuchs in die Mitte reingepasst, wo Huntelaar keinen einzigen Verteidiger irgendwie zum Decken hat, denn Noweski ist vom Platz geflogen und da hast du dann nicht mehr viel. So, also alles mal nach vorne für das Unentschieden heißt die Devise.
Oder auch nicht. Fuchs. Pucki. Ja, haben sie nur noch drei. Und Pucki macht das Ding. Wenn du nur noch drei Verteidiger hast und einen Gegner, der total top ist. Der Champions League hier beweist, dass sie gegen gute Teams halten können. Macht man sowas nicht. Man wechselt eigentlich aus und holt sich dann einen vierten Verteidiger. So, natürlich sieht es dann anders aus. 1:3. Aus dem Spannungsspiel ist ein Abschluss doch ein Erwartungsspiel geworden, was eigentlich ziemlich schade ist. Über Pucki jetzt nämlich wieder. Pucki, Wakesham, Treffer. Wie leicht sah das denn aus? Wie leicht sah das denn aus? Pucki ganz locker, ganz, ja, ich mach das Tor und dann kurz davor zu Wakesham und Wakesham schiebt den ganz locker rein. 4:1. Dafür, dass der Halbzeitstand 1:0 für Mainz war, sieht das natürlich nicht gut aus. Nächster Fehler. Pucki. Und 5:1. Das 5:1 auch wieder, sieht man ganz klar, der Abwehrfehler Noweski fehlt dort. Wettlow richtig rausgelaufen, aber was willst du machen? Da kannst du nichts machen. Vorbei, Mainz kriegt das Debakel hin, mit 5:1 zu verlieren. Und muss doch wirklich langsam überlegen, wie sie die negativen Schlagzeilen aus den Zeitungen kriegen. So, Kane hat das Level erreicht. Hurra! Damit ist er schon mal besser. Redmond hat auch was erreicht und weiter geht's. Ich glaube, unsere Trainee sind dann durch. Chip, Einnahmen 2 Millionen. 57 Millionen. Und ja, die anderen Spiele, wie ihr sehen könnt, nicht viele. Denn Borussia Mönchengladbach verliert 0:2 gegen Bayer Leverkusen. Der VfL Wolfsburg gewinnt 2:0 gegen Werder Bremen. Und der 1. FC Kaiserslautern gewinnt 1:0 gegen den SC Freiburg. Ja. Mehr ist da auch nicht zu sehen. Wir haben die Trainees durch, hurra, und das Scouting durch, hurra. Dann gucken wir mal die Scouten da an, weil ich glaube, ein neues gescouteter Spieler könnte wieder ein bisschen Schwung in die ganze Sache bringen. Und unser Verteidiger, den können wir auch mal einstellen. Den können wir mal, weil hier sehen wir eine Entwicklung von plus 8. Gucken wir mal, ob er wirklich die Entwicklung plus 8 hat, ja. Hat er. Dann stellen wir ihn jetzt auf. Urshida tun wir trotzdem vorsichtshalber auf die Bank. Wer weiß. So, ja, Transfermenü. Scouting. Ja, ich habe ja gesagt, einen Stürmer brauchen wir, ne? Stürmer. Da ist ja ein Stürmer. Am rechten Verteidiger haben wir ja, ne? Ich sag mal so, wir kaufen den und verkaufen den ziemlich früh wieder. Weil, den lassen wir einfach mal ins Training. Genau, wir lassen ihn ins Training und gucken mal, wie er das mit dem Training macht. Weil es ist ja sowieso auch die Sache,
ob wir nämlich in der nächsten Saison bei Schalke spielen oder nicht. Da könnt ihr das ja auch noch entscheiden. Also, ob wir hier im Verein bleiben oder lieber gehen sollten. Wenn wir bleiben sollten, ja, ich hatte ja jedes Mal gesagt, es ist ziemlich unrealistisch, dass der und der Spieler hierher wechselt. Wenn wir wirklich in der Champions League sehr weit kommen, wenn sogar den Pokal gewinnen, ich würde sagen, Viertelfinale ist schon in Ordnung, dann können wir wirklich auch solche Spieler anvisieren. Aber nicht unbedingt Spieler aus Dortmund. Denn so Schalke und Dortmund sind so ein bisschen rivalisiert, so ein bisschen. Und es ist sehr unlogisch, dass ein Dortmunder nach Gelsenkirchen wechselt. Also, ich glaube, das wird's dann auch. Also das wäre auch mal was. Das ist ja dann in diesem Spiel hier, in dem Falle dann auch mal die Spieler gibt, dass die auch dann sagen, nee, ich wechsle nicht hin, weil der Verein mir nicht gefällt. Oder weil er scheiße ist oder sonst was oder sowas in der Art. Das müsste es mal geben. Dass Spieler nicht hinwechseln wollen, weil der Verein kacke ist. Also das ist ja für die Dortmunder nämlich sowieso so, dass sie Schalke schlecht finden und andersrum. Gab zwar einige Ausnahmen, aber das ist so und weil das so ist, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt, beim Champions League-Spiel zwischen Schalke und Twente Enschede. Also bis dann und tschüss!